Hallo, meine lieben Brandschatzer und so. Willkommen zurück bei A Plague Tale. Wir sind hier mit den Raben unterwegs. Ich glaube, die beiden komischen Plünderer heißen so, weil sie klauen wie die Raben. Oder wie die Elstern. Egal, sie klauen. Lass uns weitermachen. Die Kleine. Freu dich einfach, dass du noch lebst. Die meisten hier... Was soll das heißen, die Kleine? Sag schon, raus damit. Was ist mit seinem Arm? Ihr Käfig steht offen. Hast du es gesehen? Hä? Scheiße. Verteilt euch. Achtet auf die Türen und bleibt wachsam. So ein Käfig öffnet sich nicht von allein. Wo ist sie? Da stecken sicher die Valois dahinter. Das ist unsere Chance. Okay. Was kann ich machen? Kann die uns vielleicht irgendwie... helfen? Die Zelte. Okay. Durchsuch die Zelte. Wo? Wo wollen wir hin? Sie macht das jetzt. Wir gucken mal. So, wie können wir den Bengel denn da jetzt runterholen? Ich glaube einfach hin, ne? Ich glaube, so ist der Plan. Ja. Aber Moment. Uno momento. Scheiße, das darf doch nicht wahr sein. Wir sind erledigt. Okay, die kriege ich noch nicht auf. Okay. Hugo, ich bin hier. Amicia. Halt die Schnauze, sei ruhig. Bist du verletzt? Nein, hol mich bitte hier raus. Wir müssen den Käfig runterholen. Gut, Hugo. Hatten Sie meine Schleuder dabei, als Sie dich hier eingesperrt haben? Wird langsam dunkel. Ja, Sie haben sie in die Tür da gesteckt. Okay. Gut. Melli, übernimmst du? Melli, oder wie auch immer, mach auf die Kiste. Den Donnerbalken. Ein paar Männer rüber zum Ausfall. Endlich. Okay. Jetzt, Hugo. Ich muss den Käfig herunterbekommen. Das wird halt laut. Sind Sie beschäftigt? Nee. So, aufmachen. Scheiße, das darf doch nicht wahr sein. Melli, das Schloss. Kinderspiel. Sie sagt, dass mich jemand holen würde. Schon gut, Hugo. Wir befreien dich. Ja, wir können gerade nichts machen. Durchsuch die Zelte. Ich weiß nicht, ob das jetzt gerade ein Fehler ist, dass wir hier nochmal gucken gehen, aber... Okay, sind wir eh voll. Schade. Wir gehen sehr langsam. Ein paar Männer rüber zum Ausfall. Da hinten ist auch noch ein paar Sachen zum Einsammeln. Amicia! Oh, sie sagten, sie würden mich wegbringen und dass ich dich nie wiedersehe. Wie du siehst, stimmt das nicht. Ich bin hier. Wir bleiben zusammen, ja? Ja, natürlich. Und Melli kommt auch mit. Sie ist hier, um uns zu helfen. Sie ist die Diebin. Und es tut ihr leid, dass sie uns verpfiffen hat. Nicht wahr, Melli? Ja, ich bin ein böses Mädchen. Zufrieden? Können wir jetzt gehen? Nimm meine Hand, Hugo. Lass uns gehen. Ja. Am anderen Ende des Lagers gibt es einen Ausgang. Wenn du mit dieser Schleuder umgehen kannst, solltest du vorangehen. Mhm. Mhm. Wo? Wohin? Verlasse das Lager. Stoff und ein Werkzeug, alles klar. Dann lass uns... Geh mal weg, bitte! Entschuldigung. Okay, wir gehen hinten rum. Machen die Schleuder wahrscheinlich... Boostern wir mal voll auf. Das Teil. Geht nicht. Oder finden uns Schnüre. Einige. Taschen, Materialien. Munitionstasche nehmen wir. Warum geht's nicht? Ah, okay, jetzt alles klar. Hm, nicht schlecht. Okay. Gar nicht schlecht. Guti, geh mal weg, bitte. Hier war aber noch was zum Einsammeln. Noch ein paar Steine. 14 Stück können wir jetzt mitnehmen. Können wir einen ablenken? Noch immer nicht. Sicher, dass sie das Lager nicht verlassen hat? Ausschwärmen. Teilt euch auf und achtet auf die Zelte. Hier gibt es nichts zu berichten.
Denk mal hier hinten lang. Wir sind erledigt. Hier sind noch ein paar Steine, eine Truhe. Geh mal weg. Ich glaube, er geht eine Runde. Okay, 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 okay. Oh. Sie ist nur ein Kind. Sie wird sich irgendwo verstecken. Wir können ihn noch töten. Keine Spur von ihr. Vielleicht ist sie noch bei den Käfigen. Ein paar Männer rüber zum Ostwall. Okay, wir machen es anders. Ja, klar. Zu laufen. Scheiße, das darf doch nicht wahr sein. Dann los. Konnte er uns denn nicht sehen? Ach so, unsere Schleuder macht ja Geräusche. Huch. Ich sehe nichts. Na los, sie kann doch nicht einfach weg sein. Die Zweifel, durchsuch die Zweifel. Dein Einsatz, Melly. Also schön. Was habe ich da gerade gesehen? Keine Spur von ihr. Hat jemand was gesehen? Sucht weiter. Okay. Bleibt hier. Wir bleiben hier, ganz in Ruhe. Hey du, steh auf. Warum liegst du hier rum? Hey du, steh auf. Warum? Der ist tot. Stimmt mit ihm nicht. Wer war das? Antworte mir. Scheiße. Soldat, durchsuch die Umgebung. Wir haben hier den Toten. Shit. Okay, er bewegt sich nicht. Ist nur der eine. Ich sehe nichts. Na los. Sie kann doch nicht einfach weg sein. Okay, jetzt müssen wir irgendwie... einen Dreh daran kriegen. Wollt ihr noch mehr? Ich hab noch genug auf Lager. So. Echt. Okay. Nehmen wir noch ein paar Steine mit. Gehen wir hier lang. Der, der hier im Zelt ist, der muss wahrscheinlich auch sterben. Bin mir noch nicht ganz sicher. Hier ist keiner drin. Dann muss er auch nicht sterben, hat er Glück. Okay, hier unten lang. Hey, huh? Belga. Lasst uns entfliehen. Oh. Das war unglaublich. Das war knapp. Willst du den Krieg etwa im Alleingang gewinnen? Oh nein. Okay, hier haben wir den... Einmal durchatmen. So, wo müssen wir hin? Wahrscheinlich hätte man auch... wo müssen wir hin, Leute? Hier? Hier? Durchs Tor? Vielleicht? Oh ja. Hä? Wir stehen halt einfach rum. Shit. Ich zahle Lösegeld für die Derun-Kinder und muss sie eigenhändig fangen. Diese Plantagenets sind nutzlos. Er hat meine Eltern getötet. Er wird uns umbringen. Melly, lauf! Oh Gott! Amicia, dräng sie zurück! Sie kommen! Die Inquisition? Was zum Teufel? Gar nichts! Wir haben nichts getan. Wir haben nichts gemacht. Lasst uns abhauen. Ja. Schnell, weiterlaufen, Hugo. Folge Melly. Okay. Wir kommen. Spannende Musik. Amicia, die kriegen dich nicht. Auf, schnell, Amicia. Gib uns Hugo. Ich komme ja. Ich will euch Hugo nicht geben. Sie kommen hoch. Die kleinen Wichser. Zeit davon. Schnell. Ja, los, hier raus. Scheiße.
Okay. Mach hoch! Alles klar. Weiter! Hörst du das? Was? Hä? Das sehe ich mir besser an. Dreckig. Der Dreckige. Verschlossen. Scheiße. Okay. Alles klar. Weiter. Hörst du das? Was zum Teufel ist das? Links. Okay, wir müssen warten, bis er hochkommt. Sonst wird das nichts. Ey, das gibt es doch nicht. Das gibt es nicht. Was ist mit diesem Typen? Verschlossen. Scheiße. Los und fähige Bande. Okay, also. Weiter. Hörst du das? Was zum Teufel ist das? Hey. Okay. Alles klar. So geht's besser. Weiter geht's. Raus jetzt hier. Die Luke da. Das könnte unser Weg nach draußen sein. Okay. Da ist eine Kette. Melly. Junge, ich kann die doch kaputt schießen. Oh oh. Sie haben die Tür geöffnet, sie sind hier. Ich kümmere mich um sie. Da draußen könnt ihr euch nirgendwo verstecken. Amicia, komm schnell. Raus da jetzt. Oh. Da, dort drüben. Schnappt sie. Immerhin fallen wir weich. Was für eine Flucht. Action. Beschädigte Güter. Der Pfad vor uns. Alter Schwede. Weißt du, wo wir hin müssen? Erstmal müssen wir uns verstecken. Arthur und ich wissen wo. Und Lukas? Er wartet beim Chateau. Alles zu seiner Zeit. Wir sehen Lukas wieder. Das hoffe ich. Juhu. Ich mag Lukas. Er ist nett. Spar dir deinen Atem, Hugo. Das ist der Weg. Wir müssen weiter. Noch sind wir nicht in Sicherheit. Nee. Noch nicht. Sag mal, gibt's warum was zum finden? Teufel ist die Inquisition hinter euch her? Was ist so besonders an dem kleinen Kerl? Das ist... kompliziert. Was ist mit deinem Bruder? Kommt er zurecht? Er wird bald zu uns aufschließen. Er hat uns das Leben gerettet. Das war unglaublich. Hoffen wir, dass er es schafft. Verliebt dich bloß nicht in ihn. Er bricht dir sonst dein kleines Herz. Was? Nein. Nein, nein, nein. Hey, eine Mühle. Oh, schön. Wir nutzen sie zur Überquerung. Zieht euch das doch mal rein. Wie bombastisch das hier ist. I'm in love. Was sind das für Vögel? Enten. Oh, wie die, die wir essen? Ja. Und sie fressen Frösche. So ist das Leben. Ich störe euch doch nicht, oder? Kommt schon. Hier können wir nicht bleiben. Okay, komm. Raus aus dem dunklen Wald. Ist er immer... in die dunkle Mühle. So? Er hat noch nicht viel von der Welt gesehen. Das ist nicht der beste Moment, um damit anzufangen. Ja, er ist in einer Mühle gewesen. Hey, langsam. Ey, typisch Kinder, ne? Ich bin Erster. Ich mach das. Okay. Die rennen auch barfuß durch die Gegend, ne? Wir sind die Einzigen, die Schuhe haben, glaube ich. Oh, das ist ja riesig. Damit malt man den Weizen. Okay. Sehr spinnwebig hier. Die Strömung ist zu stark. Wie kommen wir auf die andere Seite? Indem wir es anhalten. Und wie sollen wir es anhalten? Hugo, kümmerst du dich darum? Ja. Das war langsamer. Ein bisschen Optimismus vielleicht? Es funktioniert. Klasse.
Jetzt müssen wir nur noch rüber. Ja, dann geh doch. Ich muss sie wahrscheinlich dann anleiten, ne? Dein Einsatz, Melly. Okay. Jetzt werden wir rausfinden, nice, Teamwork, ob es hält. Tja, sieht nicht so aus, als würde ich heute baden gehen. Als hätten wir sonst keine Probleme. Nee, halt. Hä? Ja. Warte. Na gut. Okay. Das überlasse ich dir, Hugo. Gut. Hey, warum geht ihr da langsam rüber? Hä? Okay. Die Zugbrücke wäre unten, Prinzessin. Versucht nicht ins Wasser zu fallen. Ich versuche es. Wir gehen auch so ganz, ganz langsam und sachte. Na bitte, aufhören siehst jetzt. Du ein Kinderspiel? Wir haben die Mühle besiegt. Wenn es besiegt. Die Inquisition bis hierher schafft, müssen sie hier erstmal vorbei. Die machen es einfach genauso wie wir. No problemo. Okay. Ich glaube, das ist immer so ein bisschen vorgegeben vom Spiel, wann wir was machen können, oder? Jetzt machen wir halt mal die Tasche. Das sollte mir die Sache erleichtern. Wir können hier durch. Na okay. Los. Versuchst du mich zu beeindrucken? nein. Hm. Gut, kommt mit. Es ist glaub, schön haben... hier und es riecht nach Erde. Ja, schön. Keine Toten, noch keine Ratten. Ist Lukas hier? Das hoffe ich. Stellt keine hohen Erwartungen an euer Chateau. Warum? Hier gab es mal ein Dorf. Aber es wurde vor langer Zeit in nur einer Nacht im Erdboden gleichgemacht. Die Gegend hier soll verflucht sein. Ja, ja, ganz sie sicher. Macht nur Spaß, Hugo. Ja, natürlich. Sein Wasser Schnur. Hier haben also Leute gelebt? Ja. Hier haben mal Leute gelebt. Wohin sind sie denn? Woanders hin. So wie wir. Ja. Oh, so eine wie Blume. Wir. Kennst du dich vielleicht? Weißdorn, glaube ich. Niemand mag ihn wegen der Dornen. Aber er ist gut fürs Herz. Du bist wie ein wandelndes Lexikon. Das weiß ich von Mama. Schön. Und jetzt bringst du es mir bei. Zeigst du mir dann, wie man die Schleuder benutzt? Abgemacht. Denke auch. Wir haben eine Blume übersehen. Aber ist in Ordnung. Ich meine, wir machen keinen 100% Run jetzt hier irgendwie. Alles gut. Was wir finden, finden wir. Was wir nicht finden, was treibt ihr denn? Finden wir halt nicht. Ein Stechapper. Looten. Was meint ihr denn? Leder. Ein bisschen Aluhol. Hallo. So. Was haben wir hier oben noch? Hallo? Hier ist gar nichts. Schön. Da kommt man nicht hin. Aber ein schönes Dorf gewesen wahrscheinlich Amicia. Früher. Amicia. Hugo, oh. Was ist denn? Komm her. Oh. Oh no. Hugo? Hugo, sieh mich wieder an. Geht es wieder los? Dein Kopf? Es ist, als ob etwas in mir wächst. Meine Beine. Tumor? Sie zittern so. Sag nicht, dass er gebissen wurde. Das hat nichts mit dem Biss zu tun. Etwas ist in seinem Blut schon seit Jahren. Was hat er da? Ich muss ihn Hals tragen. Für Adern. Kletter auf meinen Rücken, wenn du kannst. Los, hopp. Okay. Tut mir leid. Ja, Freunde. Keine Sorge. Mir tut's auch leid. Wir müssen seinem Blut ist. Was ist dann mit dir? Die Folge hier beenden. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Könnt ihr mal leise sein? Auch deshalb wollen wir zum Chateau. So, wir sehen uns nächste Folge wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.